Meine persönliche Palette wird langsam jetzt komplettiert. Nach dem neuen Starboard Ultra Core ist jetzt auch meine neue Segelpalette nahezu vollständig. Und zwar geht es da dieses Jahr um das Banzai von 2022. Wer das so ein bisschen verfolgt, Goya hat ja immer zwei Jahreszyklen. Also es gab jetzt in dem Vorjahr 20 und 21 und die neue Version ist jetzt dann quasi die 22-23er. Das Segel jetzt in den Farben tatsächlich sehr, sehr ähnlich im Vergleich zum Vorjahr, aber es gibt viele kleine Features, die geändert worden sind und ganz besonders freue ich mich darüber, bin auch gespannt, wer vielleicht auch das verfolgt, denn der Surf wurde es jetzt sogar schon bei den Wave-Segeln getestet, glücklicherweise. Ein Segel, was jetzt für 2022-23 auch nochmal eine ganze Ecke leichter wird. Der Materialmix hat sich also etwas geändert, dadurch kommt die Leichtigkeit, Panels wurden verändert, Fenstergröße und so weiter angepasst. Das kann man jetzt im Detail so extrem gar nicht sehen, dafür müsste man Segel sicherlich übereinander legen. Was aber wirklich sichtbar ist, ist dieser Trimpunkt. Der ist bei Goya immer dieser markante schwarze Punkt. Im letzten Jahr hatte der noch ein bisschen größer Silber, jetzt fügt er sich so ein bisschen mehr ins Design rein. Aber der ist viel weiter nach innen gewandert. Das heißt, man muss das Segel mit mehr Loose Leech fahren als viele andere Mitbewerbersegel. Bedeutet halt einfach, dass das Segel auch ein bisschen besser aufmachen kann und besser arbeitet. Das Profil selber ist trotzdem sehr stark. Die Segellattenkrümmung jetzt hier ohne Gabel angebaut, sieht man ja schon im normalen Trim, ist tatsächlich vorhanden. Aber das Segel hat sehr, sehr gute Möglichkeiten über die Showtownöse, weil es zwei Punkte gibt, an denen man die Gabel anstellen kann, das Segel etwas kraftvoller zu machen oder etwas manöverorientierter. Das passiert durch diese schwarzen Fäden, die hier oben sind. Das sind Carbonfasern, die in dem Segel quasi eingenäht sind, unter den Lattentaschen durchgehen und somit das Segel im oberen Bereich viel stabiler halten, also mehr Kraft oben rausholen oder das Segel etwas offener gestalten lassen, sodass das Segel besser aufwehen kann. Warum macht man das? Bei mir persönlich, ich nutze das mit meiner Frau zusammen, also eine sehr gute Lösung für eine Einsegelstrategie, also vom Modell her, für zwei unterschiedliche Fahrkönnen bzw. Ansprüche. Vor allen Dingen dann, wenn wir hier auf Fehmarn halt sind und dann einen alten Teil in die Welle halt rausgehen, haben wir ja meistens eher etwas kraftvolleren Wind, keine Riesenwellen. Das heißt, man muss jeden Schwung halt mitnehmen, um eine Welle abzureiten. Oder wenn man gegen die Welle fährt, dass man halt wenigstens Power im Segel hat, um halt schön rauszuspringen und irgendwie einen Backloop oder sowas zu machen. In Dänemark allerdings, wenn die Wellen größer sind, man mehr Schub hat und viel mehr Spaß am Wellenabreiten hat, damit man halt nicht so quasi rausgezogen wird, ist es wiederum sehr angenehm, ein kontrollierbareres Segel zu haben, was etwas schneller aufgeht, was sich auch etwas flacher stellen kann. Und das erreiche ich dann in dem Fall durch die untere Öse. Wer das mal ausprobieren möchte, wir haben die Segel bei uns im Test. Wir fahren sie auch tatsächlich alle, außer, glaube ich, nächstes Jahr Markus, der will mal Duoton wieder probieren. Aber der Arne, unser Teamfahrer, Jannis und ich, wir benutzen die Segel selber auch privat. Also kein Problem, selbst wenn wir am Strand sind, könnt ihr euch gerne an uns wenden, mal anschnacken und sagen, gib mal her das Ding, ich will mal gucken, wie sowas fährt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Das Segel fährt ein bisschen softer, ist also nicht ganz so hackig, hat trotzdem super Grundzug. Und wir persönlich finden das, was jetzt auch in der Surf geschrieben ist, dass die Segel trimsensibel sind, gerade an einem Achterleak, wenn der Wind halt zunimmt. Ja, ist so relativ zu sehen. Also wir haben natürlich auch Kunden, die fahren Severn Blade Segel und sind da halt nur am Hin- und Her-Trim, aber genauso gibt es halt Leute, die fahren das auf einem Trim und wissen halt, dass der Segeldruckpunkt sich ein bisschen verschiebt, dass halt man ein bisschen nachjustieren muss. Ich persönlich bin da auch eher entspannter, meine Trapeztappen sind nicht komplett knasch zusammen, sondern sie sind halt irgendwie knapp eine Faust auseinander. Dadurch kann man viel mehr ausgleichen und muss nicht im Zweifelsfall gleich wieder nachtrimmen. Also kann ich dieses Argument nicht ganz zählen lassen, aber da hat halt jeder seinen eigenen Stil und sicherlich ist im Vergleich zu anderen Segelherstellern da vielleicht mehr Musik drin. Eine ganz, ganz schöne Neuerung für mich persönlich auch, in dem Fall muss ich dann eher für meine Frau sprechen. Die Goya-Segel hatten bisher den Trimblock sehr nah unten am Segel angenäht. Das heißt, das Gurtband war sehr voluminös, also super haltbar, aber dadurch war es nicht möglich, mit einer Loop-to-Loop-Option die Tampen über die Rollen rüberzuführen. Jetzt haben sie sich was Nettes ausgedacht. Die Rollen selber wurden quasi ausgekerbt. Es sind also zwei Fräsungen drin. Man nimmt diese Schlaufe, setzt die in die Fräsung rein und drückt sie mit den beiden Daumen einfach durch die Rolle durch. Und dann ist das ganze Thema schon durch. Das heißt, die Haltbarkeit, die Stabilität ist geblieben.
Das Ganze ist immer noch sehr kompakt aneinander genäht, aber man kann die Power XT oder alle Loop-to-Loop-Optionen, ob es jetzt die Cyclops ist oder die normale Uni XT von Duoton halt benutzen und einfach zickzack und fertig. Der Protektor unten ist auch etwas modifiziert. Er hat einzelne Segmente reinbekommen und im vorderen Bereich auch nochmal Neopren, damit es sich leichter umschlagen lässt. Das ist halt ganz nett. Und die Segellatten sind nochmal etwas dünner, etwas filigraner, sind tatsächlich CNC gefräst. Und deswegen, weil das Profil auf die Segellatten quasi aufgelegt wird, um zu gucken, wo soll das Profil sich wie entfalten und wie soll es entstehen, wie soll die Segellatte rotieren. Da hat es den Jungs von Goya nicht gereicht, etwas Klassisches von der Stange zu nehmen, sondern da sind die Latten wirklich dementsprechend im Durchmesser, also in der Flachheit, was die Flexibilität angeht, angepasst auf das Segel und die Segelgröße. Genau, so viel dazu. Die Gabelbaumaussparung auch relativ angenehm weit unten. Also die beginnt tatsächlich bei unter einem Meter. Wenn man das ganz runtersetzt, angeschrieben ist 1,05 Meter. Wenn man eine klassische Severn-Gabel oder auch die Goya-Gabel, die kommen ja alle aus dem Aaron-Hause, nimmt und bis unten runtersetzt, kommt ja unter einen Meter, was die Gabelbaumhöhe angeht. Also ganz nett für Leute, die nicht ganz so riesig sind. Trotzdem die Aussparung bis oben bis 1,45 ist auch eine gute Option. Vielleicht noch kurz zu erwähnen für diejenigen, die auch gerne im Starkwindbereich fahren und ein bisschen Kaufmuffel sind, was die Masten angeht. Dieses 3,7er hier soll für einen 3,40er Mast oder mit einem 3,40er Mast benutzt werden. Vorlegslänge ist 3,60 oder 3,61, aber es gibt halt immer noch die Topverlängerung mit der klassischen Mastkappe obendrauf. Das heißt, ihr könnt auch das Segel gerade dann, wenn ihr über 85 Kilo seid, auch mit einem 3,70er fahren. Natürlich wird im Starkwindbereich das Segel ein bisschen straffer und doller sich anfühlen, aber man hat die Option und muss nicht gleich für das kleine Segel einen neuen Masten kaufen, wie es leider bei anderen Herstellern der Fall ist, weil sie oben im Top eine feste Kappe drin haben. Genau. Das war's soweit. Wir sind gespannt. Ich persönlich freue mich riesig, dass jetzt alles neu ist in meinem Auto. Und die nächsten Tage werden wir die neuen Segel auch noch vorstellen von Goya. Da gibt es nämlich jetzt neu ein 5-Latten-Segel. Wie ihr hier seht, gibt es nur 4. Das ist also nochmal eine Ansage in Richtung Severn und den Neopride Atlas, damit man noch ein kräftigeres Segel hat für noch schwerere Jungs, die einfach mehr Bump and Jump auf dem Flachwasser mit Freestyle Wave und so weiter nutzen wollen. Dazu nächstes Mal aber mehr. Bis jetzt dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.